vor 14 Jahren dein erstes Länderspiel gegen England. Am Donnerstag geht es wieder gegen England. Wie unterscheidet sich das Spiel damals von dem Spiel am Donnerstag? Ich denke, Ausgangslage ist schon ein bisschen andere im Sinne, dass wir damals sicher ohne viel Aussicht auf Chancen in das Spiel gegangen sind. Das ist jetzt anders, aber auch nur anders, wenn wir wirklich das am Platz zeigen, was wir können, wenn wir wirklich unsere Basics wieder bringen am Platz, die wir vielleicht jetzt das letzte Spiel ein bisschen vermissen haben lassen. Und ja, wenn wir da an unsere Topleistung anknüpfen, dann haben wir bestimmt Chancen gegen so einen Gegner und dann können wir da sicher sehr gutes Ergebnis erzielen. Ich glaube, gegen bessere Gegner, die in der Rangliste höher einzuschätzen sind, muss man einfach höhere Intensitäten fahren und wirklich hundertprozentig auch versuchen, das einzuhalten, was man sich vornimmt. Und wenn man da ein bisschen weniger macht, dann wird es schwierig. Ja, ich denke, dass wir einfach körperlich sehr gut dagegenhalten müssen. Ich meine, die Engländer sind wie Männerfußballer bekannt, eine sehr athletische Mannschaft, sehr robust. Da geht es auf jeden Fall darum, gleich von Anfang an sehr gut in die Zweikämpfe zu kommen, den Engländerinnen keinen Raum zu lassen und dann einfach mit eigenen Angriffen immer wieder Nadelstiche zu setzen. Man hätte vermutlich auch gegen Ungarn oder Slowenien testen können. Man hat sich wieder einen Top-Gegner aus der Weltspitze ausgesucht. Wir werden März, Februar auch gegen andere Gegner spielen bei dem Zypern-Cup, an dem wir voraussichtlich wieder teilnehmen werden. Und ich denke, wenn man aber die Möglichkeit hat, solche Gegner zu bekommen, dann sollte man das auch tun und die Herausforderung annehmen. Es wird ein interessantes Spiel, weil die sie wieder so ein bisschen anders spielen als Deutschland. Aber wie gesagt, eigentlich wollen wir sie auf uns konzentrieren. Wir wollen versuchen, so unser Spiel, was wir da auch jetzt viel trainieren, was wir so ein bisschen im Offensivspiel trainieren, dass wir da einfach das auch umsetzen am Spieltag auch und da gute Leistung abliefern. Wir würden uns natürlich freuen, wenn mega viele Fans kommen und uns unterstützen. Ist auf jeden Fall ein Top-Gegner. Ich glaube, wir wollen unbedingt ein super Spiel abliefern und schauen, dass wir unseren Anhängern auch nochmal einiges bieten können und da einfach ein ordentliches Spektakel abliefern können am Donnerstag.